Servus und hallo zusammen. Heute habe ich euch was aus Tennessee mitgebracht und zwar den Jack Daniels Single Barrel Select. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder bei meinem neuen Video dabei bist. Heute bei meinem ersten Video im Jahr 2020 freue ich mich. Heute habe ich für euch wieder einen amerikanischen Whisky mitgebracht. Fast hätte ich gesagt, ich habe euch einen Bourbon mitgebracht, aber das ist er ja nicht. Und zwar habe ich für euch heute den bekannten Tennessee Whisky dabei. Und es handelt sich hier um diese Flasche, den Jack Daniels Single Barrel Select. Er kommt in dieser doch sehr ansehnlichen Flasche daher. Da macht sich der Jack Daniels tatsächlich sehr gut. Genau, wirklich tolles Flaschendesign. Echt Holzkorken obendrauf, da kann man nichts sagen. Wenn man so landläufig Jack Daniels hört, geht einem eigentlich meist so ein bisschen ein kalter Schauer über den Rücken, wenn man ein Whisky-Genießer ist. Aber da liegt man insgesamt nicht ganz richtig. Dies kann einem tatsächlich passieren, wenn man zu dieser Flasche hier greift, und zwar zu dem Jack Daniels Old Number 7. Soll ich den mal für euch verkosten? Schreibt es mir unten rein. Vielleicht tue ich auch mal eine Abstimmung hier oben rein, irgendwie so könnt ihr das machen. Dasselbe gilt für einen weiteren Jack Daniels aus der Standard Range, der Gentleman Jack. Wenn ich den für euch verkosten soll, dann auch in der Abstimmung drin. Ich sage jetzt mal, wenn 10-mal für Ja gestimmt wird, dann mache ich es. Ansonsten glaube ich, lasse ich die zwei Abfüllungen erstmal bis auf Weiteres unterm Tisch fallen. Wobei ich muss sagen, ich habe die beide schon probiert und letztens deswegen habe ich auch den Old Number 7 da. Ich dachte mir, ich muss den doch mal probieren, ob der tatsächlich so schlecht ist, wie er in meiner Vorstellung von vor vielen, vielen Jahren ist. Und tatsächlich, nein, er ist nicht so schlecht. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil vielleicht gibt es ja ein Video dazu. Kommen wir wieder zurück zu dieser Abfüllung hier, der Jack Daniels Single Barrel Select. Es gibt hierzu auch aus dieser Single Barrel Collection vier verschiedene, und zwar den Single Barrel Select mit 45 Volumenprozent. Dann gibt es noch den 100 Proofed, sprich dann mit 50 Volumenprozent. Den Cask Strength, der meine ich, also ich meine, Cask Strength ist natürlich immer ein bisschen variabel, aber so um die 64 Volumenprozent liegt. Und dann gibt es noch mit 45% den Select Rye, der wirklich auch sehr gut sein soll, den ich selbst aber noch nicht im Glas hatte. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Jack Daniels, jawohl. Kommt aus Tennessee und eben nicht aus Kentucky und ist kein Bourbon, sondern ein Tennessee Whisky. Und das hat mit Folgendem zu tun. Grundsätzlich macht Jack Daniels alles, also ich erkläre es jetzt mal kurz für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Genau. Jack Daniels macht grundsätzlich nichts anders wie die anderen Bourbon-Hersteller in den USA. Bis auf den Lincoln County Prozess, das sogenannte Charcoal Mellowing. Und zwar, wenn Jack Daniels sein Destillat fertig hat, wird dies erstmal durch eine über 3 Meter dicke Schicht aus Kohle durchfiltrierend. Und zwar ist die Kohle aus Zuckerahorn. Das wird auf großen Paletten, man kann es auch auf der Internetseite von Jack Daniels sehen, in gewissen Zeiträumen abgebrannt, dann in große Wannen gepackt und da wird langsam der Rohbarrelzucker
Brand von Jack Daniels reingeträufelt und fließt dadurch, wird dadurch milder und weicher. Genau. Beim Gentleman Jack wird dies übrigens zweimal sogar gemacht. Einmal bevor er ins Fass kommt und dann ein zweites Mal, nachdem er im Fass gelegen hat. Dieser hier hat diesen Lincoln County Prozess, das Charcoal Mellowing, einmal durchlaufen und ist dann ins Fass gekommen. Noch besonders an diesen Single Barrel Abfüllungen ist, dass hier nur Fässer verwendet wurden, also ganz klar, erstmal Single Barrels, also einzelne Fässer werden hier abgefüllt, aus denen so, was habe ich rausgelesen, um die 240 Flaschen pro Fass rausgehen. Die Fässer lagern ganz oben in den Lagerhäusern und durch den großen Wärme- und Kälteunterschied, der da oben entsteht, arbeiten die Fässer ganz, ganz intensiv, was natürlich auch eine intensive Auslaugung der Eichenfässer bewirkt, was wiederum einen intensiveren und anderen Geschmack bringt. Genau, und genau, also ausgesucht werden die Fässer direkt vom Master Distiller Jeff Arnett von Jack Daniels. Und auf der Internetseite steht noch, nur jedes hundertste Fass ist im Geschmack gut genug, um so ein Single Barrel zu werden. Tolle Sachen. Genau, destilliert direkt von Jack Daniels im Besitz von Brown-Forman. Interessant ist, die Wurzel von Brown-Forman geht zurück auf, damit ich es jetzt nicht falsch sage, auf die Old Forester Distille. Also Old Forester kennt man tatsächlich auch bei uns. Die Flaschen sind sehr schwer zu haben, aber das sind wohl die Wurzeln von Brown-Forman und somit auch Jack Daniels. Zu Brown-Forman gehört auch Woodford Reserve und noch viele andere Sachen, auch aus dem Single-Malt-Bereich, die eine oder andere Destille. Ja, genau. Jetzt schaue ich mal, was ich euch noch sagen kann. Dieser hier ist, wie gesagt, mit 45 Volumenprozent abgefüllt. Man kann hier auf jeder Flasche sehen, aus was für einem Fass, aus was für einer Lage und zu welchem Zeitpunkt diese Flasche hier abgefüllt worden ist. In meinem Fall, ich habe es mir aufgeschrieben, da ich das nicht mehr so gut sehen kann, die Fassnummer 19 steht wahrscheinlich für 2019 02676 und die Lagernummer L27 abgefüllt am 23.04.2019. Ja, dann Charcoal Mellowing habe ich gesagt, die Mash Bill, auch ganz interessant finde ich die tatsächlich, 80% Mais, also ein richtig, richtig hoher Kornanteil, der hier drinnen ist, 8% Roggen, um eine gewisse Würze und Fruchtigkeit reinzubringen und 12% gemälzte Gerste. Die, die Hefestämme entwickelt tatsächlich Jack Daniels auch eigenständig, andere wie andere Bourbonhersteller. Ja, ich glaube tatsächlich, somit habe ich alles darüber gesagt, was ich so auf die Schnelle herausfinden konnte. Ist schon eine spannende Sache. Es gibt noch andere Tennessee Whiskys, aber dieser hier ist definitiv der bekannteste und sicherlich einer der bekanntesten Whiskys oder zumindest eine der bekanntesten Whisky-Marken auf der ganzen Welt, muss man so sagen. Jo, jetzt zeige ich ihn euch noch kurz im Glas. So, ja, also er hat wirklich eine schöne, kräftige, nicht zu dunkle, aber angenehme Farbe im Glas. Er ist mit einer gewissen Öligkeit im Glas. Also sieht man tatsächlich bei diesem facettengeschliffenen Glas nicht ganz so gut, aber glaubt mir, es ist so, auch wenn man ihn in einem glatten Glas hat. Und jetzt schaue ich doch mal, was er mir so in der Nase sagen kann.
Als ich die Flasche aufgemacht habe, hat mich das schon wirklich zuerst gewundert und ich habe das jetzt auch wieder zuerst in der Nase und zwar eine richtig, richtig kräftige Fruchtigkeit, die da ist. Also so eine Fruchtigkeit von wirklich schon überreifen Orangen, also so richtig kräftig, schon fast ins faulig werdende Orangen. Also ganz, ganz kräftige Orangensüße ist hier. Dabei hat man auch noch so eine, ich weiß nicht, woher das so richtig kommt, aber so eine gewisse Rauchigkeit, Aschigkeit, so eine leichte Kohlenaschigkeit ist da. Dabei ist der Jack Daniels Single Barrel Select süß, vanillig, Karamell ist in der Nase. Eine schöne, schöne getragene Eichennote ist da. Und jetzt, wo ich so ein bisschen länger dran rieche, habe ich auch, wandelt sich so diese anfängliche Orangennote in eher tropische Früchte. Also ich habe wirklich so ein bisschen auch Ananas, aber hauptsächlich so schon schöne Bananennoten. Also ich habe nicht oft Banane in einem Whisky, aber hier habe ich tatsächlich deutlich auch so eine richtig schöne Banane. Vielleicht kommt es durch die vanilligen und orangigen Aromen zusammen, was dann zu diesem bananigen Aroma führt in der Nase. Er hat 43 Volumenprozent. Die merke ich jetzt tatsächlich nicht in der Nase. Also die sind wirklich sehr angenehm eingebunden hier. Kann man nichts sagen. Jetzt schaue ich doch auch gleich mal, was er mir so auf dem Gaumen sagen kann. Cheers! Sehr schön weich und mild. Ich muss das Wort jetzt einfach benutzen. Es ist ein wirklich richtig weicher, runder Bourbon. Also, es ist ja ein Tennessee Whisky, ja, aber ich nehme das Wort hier einfach mal her. Wirklich, wirklich gut gemacht. Er hat eine schöne Eichenwürze, einen würzigen, einen kräftigen Antritt auch, also so einen schiebenden Antritt durch die Süße, die da mitkommt. Er hat ein gewisses Volumen, nicht zu voluminös, aber doch Aromen von braunem Zucker sind da und dem Abgang, da ist so eine leichte Aschigkeit, vielleicht bleibt so eine leichte alkoholische Bitterkeit im Abgang liegen. Kleine Fehlnote, aber das ist nicht viel. Und ansonsten bleibt Vanille, Karamell und auch so ein bisschen was von dieser Orangigkeit auf der Zunge liegen. Fängt dann aber auch an zu verblassen. Also den Abgang würde ich jetzt eher als mittellang benennen. Jetzt probiere ich ihn doch noch mal. Ja, echt. Auch beim zweiten Mal schöne, kräftige Würze. Mit Früchten, mit Vanille, mit Karamell. Jack Daniels bringt hier tatsächlich so ein richtig eigenständiges Aroma mit. Die Banane habe ich auch auf der Zunge. Wirklich interessant. Wer ihn noch nicht im Glas gehabt hat, wer amerikanischen Whisky mag, und sich nicht scheut, mal einen Jack Daniels ins Glas zu bekommen, der kann ruhig
bei dem Single Barrel Select oder einen seiner anderen ähnlichen Abfüllungen zugreifen. Die anderen hatte ich selber auch alle noch nicht im Glas, also sprich der 100 Proof, der Cask Strength oder den Rye. Aber die werde ich bei Gelegenheit im Rahmen der nächsten Jahre sicherlich auch nochmal irgendwann ins Glas bekommen und dann lasse ich euch davon wissen. Ja, genau, was ich so noch gerade gesehen habe, er ist natürlich kühl gefiltert. Er ist allerdings ganz klar, wie auch ein Straight Bourbon Whisky, nicht gefärbt. Es sind keine Zusatzstoffe drin in dieser Abfüllung. Und den Preis habe ich, glaube ich, auch noch nicht genannt. Ich habe so ein bisschen geschaut, man findet ihn tatsächlich zwischen 30 und 40 Euro, je nach Situation. Jetzt vor der Weihnachtszeit, die gerade vorübergegangen ist, hat man ihn oft in Angeboten bekommen, wo ich auch zugeschlagen habe, also bei knappen 30 Euro mit einem Glas, das dabei gewesen ist, das allerdings ja wirklich für die Resterampe ist. Da hat sich Jack Daniels nicht aus dem Fenster gelehnt, in meinem Fall, war nicht toll. Aber ja, der Jack Daniels Single Barrel Select ist ein wirklich angenehmer, gut trinkbarer Bourbon zu einem fairen Preis, den man sich mal ins Glas tun kann, den man auch gerne gerade in Sommerzeiten am Lagerfeuer auch mal mit seinen Freunden genießen kann. Kann man nichts sagen. Ist ein Kann-man-muss-man-aber-nicht Whisky, würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Aber für den aufgerufenen Preis macht man auch nichts falsch. So, somit bin ich am Ende angekommen für mein erstes Video 2020. Ich hoffe, es hat dir wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich hatte wieder Spaß dabei. Lass mir doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Das freut mich sehr. Kommentiere weiter unter meinem Video. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Kommentare kriege. Wenn ich an die Abstimmung denke, dann stimmt bitte hier über den Gentleman Jack und den Old Number 7 ab, ob ich den auch noch, ob ich die beiden Abfüllungen in einem Video bringen soll. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Zeit, immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!